Schon immer haben sich kriegführende Nationen fremdländischer Truppenteile, sogenannte Auxiliartruppen, bedient, die aus verbündeten Völkern oder freien Bewohnern der Grenzprovinzen rekrutiert worden waren. So bestand zur Zeit von Tiberius Julius Caesar Augustus, 24 Jahre nach Christi Geburt, die römische Armee zu ca. 50% aus germanischen Soldaten, rund 125.000 Mann. Um das Jahr 130 unter dem Caesar Publius Aelius Hadrianus, kurz Hadrian, waren es bereits 218.000 von 381.000 und unter Kaiser Lucius Septimus Severus 250.000 von insgesamt 447.000 Soldaten, auch für die Besetzung der Verteidigungsanlagen des sich durch Germanien ziehenden römischen Limes. Diese Praxis, fremdländische Soldaten zur Verstärkung der eigenen Truppe zu verwenden, wie hier bei der Völkerschlacht vom 16. bis 19. Oktober 1813, ist in allen Jahrhunderten immer wieder zu finden, wobei sich nur die Rekrutierungs- und Anwerbungsverfahren unterschieden. So kamen zum Beispiel im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen Britannien rund 20.000 Hessen auf amerikanischer Seite zum Einsatz, die von Hessen-Kassel gegen Geld der britischen Krone für den Einsatz in Amerika zur Verfügung gestellt worden waren. Allerdings kamen neben den Hessen rechts im Bild auch Soldaten des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel links sowie die Truppen der in Personalunion miteinander verbundenen Fürstentümer Ansbach und Bayreuth sowie Anhalt-Zerbst und Hessen-Hanau zum Einsatz. Und betrachtet man sich die Zusammensetzung der zwischen 612 bis 685.000 Mann zählenden Grand Armée Napoleons I. in seinem misslungenen Feldzug gegen Russland, indem die deutschen Rheinbundstaaten nach seinem Sieg 1806 erhebliche Kontingente stellen mussten, waren das 130.000 Deutsche, die für Napoleons imperialistische Pläne nach Moskau marschieren mussten und von denen die Mehrzahl ihre Heimat nicht mehr gesehen hat. Dazu kamen auch noch das polnische Kontingent in Stärke von 108.000 Mann, Italiener, Schweizer, Spanier, Kroaten und 34.000 Österreicher, die sich aus mehreren Nationalitäten zusammensetzten. Alle diese fremdländischen Kontingente waren zusammen stärker als die französische Armee. Diese Beispiele lassen sich beliebig für jedes Land der Welt nennen, ob bei den Kolonialtruppen des britischen Commonwealth oder Frankreichs, die im Ersten Weltkrieg in großer Zahl an der Westfront gegen deutsche Truppen eingesetzt worden waren, wie hier Inder bei Neufchâtel oder in Köln als Besatzungstruppe nach dem Krieg, oder den Askaris des deutschen Generals von Lettow-Vorbeck in Deutsch-Ostafrika, oder den Vielvölkerstaaten Russlands oder Österreich-Ungarns. Immer wieder bedienen sich Nationen fremdländischer Soldaten, um eigenes Blut zu schonen und scheuten dafür auch nicht vor primitiver Propaganda zurück. Auch im Zweiten Weltkrieg gab es Vergleichbares, wobei ich mich auf die deutsche Wehrmacht beschränken will. In ihr dienten in unterschiedlicher Stärke und aus verschiedener Motivation nicht-deutsche Soldaten aus mindestens 42 Ländern. Was die Kopfstärke der einzelnen Kontingente betraf, bestand darin ein großer Unterschied. So gab es in der sogenannten Verfügungsabteilung des Lehrregimentes Brandenburg, ZBV 800, der Kommandotruppe des Chefs der deutschen militärischen Abwehr, Admiral Wilhelm Canaris, im sogenannten Regenwurmlager Meseritz, rund 70 Kilometer nördlich von Grünberg in Schlesien, seit 1941 eine Kompanie iranischer Freischärler, in der die Söhne vornehmer persischer Familien dienten. Allerdings war diese Gruppe an Deutschland und an Hitlers Sieg nur insofern interessiert, als sie befürchteten, Iran werde unter russische Herrschaft kommen. Nachdem die jungen Männer eine sorgfältige Offizierausbildung bekommen hatten, war von Brandenburg veranlasst worden, dass diese Kompanie nicht sinnlos an irgendeiner Stelle der deutschen Front verheizt wurde, sondern in ihre Heimat entlassen worden war. Und als Kontrast gab es das Kontingent der rund 1 Million Sowjetbürger
vom einzelnen Hilfswilligen, kurz Hiwi, bis zur sogenannten russischen Befreiungsarmee unter dem sowjetischen General Vlasov in Stärke bis zu 130.000 Mann, die sich Deutschland zur Verfügung gestellt hatten. Ein Kontingent habe ich mir bis zuletzt aufgehoben, das der Legion Freies Indien, Azad Hind. Zu diesem orientalischen Wehrmachtsverband war es folgendermaßen gekommen. Bereits 1942, als die bereits erwähnte Verfügungsabteilung des Lehrregiments Brandenburg ein Spezialkommando für ein syrisch-panarabisches Unternehmen unter dem General der Flieger Felmi aufstellte, hatte es dort schon seit Januar auch eine Kompanie indischer Freiwilliger gegeben, bestehend aus ca. 100 Soldaten. Die Kompanie bestand aus englischen Kriegsgefangenen mit indischer Abstammung, die während des deutsch-italienischen Afrika-Feldzuges gefangen genommen worden waren und in italienischen Kriegsgefangenenlagern saßen. Nach einer Werbeaktion, hier spricht mit ihnen ein indischer Soldat, der bereits in deutscher Uniform zu sehen ist, waren etliche bereit gewesen, sich den Deutschen zur Verfügung zu stellen, da sie, wie sie sagten, sowohl von der Arroganz und schlechten Behandlung durch britische Offiziere abgestoßen seien und sich vom Hakenkreuz, die Swastika, dem auch heute noch einen der wichtigsten und omnipotenten Glückssymbole der Hindus, auf den deutschen Uniformen angezogen fühlten. Und es gab sogar Inder, die Stein und Bein schworen, dass Hitler ein Hindu sein müsse, weil er ja Nichtraucher, Antialkoholiker, Vegetarier und ein Verehrer der Swastika sei. Aufgestellt worden war die indische Legion Azad Hind von Subhash Chandra Bose, links im Bild, dem Vorsitzenden des indischen Nationalkongresses und neben Jawaharlal Nehru, rechts, ein führender Politiker der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Nachdem da 1941 genügend potenzielle Freiwillige in den italienischen Kriegsgefangenenlagern gefunden worden waren, waren rund 1200 Inder in das deutsche Kriegsgefangenen-Nebenstammlager Stalag 4D-Z Annaburg in Sachsen-Anhalt, 20 Kilometer nördlich von Torgau, gebracht worden, wo sie, was Bezahlung, Ernährung und religiöse Freiheiten betraf, gut behandelt wurden. Da sie noch immer im Status von Kriegsgefangenen waren, konnten sie regelmäßig Rote Kreuzpakete aus der Heimat bekommen mit Zigaretten, Tee, Gewürzen, Schokolade und anderen Nahrungs- und Genussmitteln, die sie nach Berichten sowohl mit der Bevölkerung geteilt haben, als auch mit den weniger gut versorgten Mitgefangenen. Aber bereits in Annaburg hatte sich bei den Indern ein gewisses Maß an Disziplinlosigkeiten gezeigt. Die meisten von ihnen waren bärtige Sikhs, Anhänger der im 15. Jahrhundert nach Christus entstandenen gleichnamigen monotheistischen Religion. Alle Sikhs trugen auch den Beinamen Singh, übersetzt Löwe, wobei deren Löwenhaftigkeit jedoch nur beschränkt war. Umso unternehmungslustiger hatte sich allerdings die Exotik der Azad-Hind-Bewegung in den benachbarten Bauerndörfern ausgewirkt. Biedere deutsche Kuhmärkte über indische Verhältnisse nur durch die Romantik des Films aufgeklärt, bestürmten die indischen Löwen, sie doch in ihren Harem mitzunehmen. Was Subhash Chandra Bose betraf, hatte ihn der Kommandeur der Abwehrschule der Division Brandenburg im Ausdruck und Wesen mit einem verschlagenen oberbayerischen Landgeistlichen verglichen. Auf ihn hätte er von allen Indern am unindischsten gewirkt. Bose, der mit der Österreicherin Emilie Schenkel verheiratet war und eine Tochter Anita hatte, hat 1942 Adolf Hitler nur einmal zu politischen Gesprächen getroffen. Danach auch mit dem Chef der SS Heinrich Himmler. Aber davon später. Verantwortlicher deutscher Ausbildungsoffizier von Brandenburg in Meseritz war der Abwehr-2-Offizier Rittmeister Dr. Jur Walter Habig. Er hatte bereits Ende April 1941 den Befehl erhalten, sich mit Bose über die geografischen, politischen und religiösen Fragen Indiens auszutauschen. Dann im Januar 1942 begann unter dem Tarnnamen Sonderverband Bayadere,
die Ausbildung von 120 deutschen Soldaten, 150 Indern und 120 Tadschiken. Im Regenwurmlager Meseritz, in dem alle Inder mit deutschen Uniformen ausgestattet waren, hat Rittmeister Dr. Habich die deutschen Ausbilder ausgesucht, sowohl nach militärischem Fachwissen als auch nach Auslandserfahrung und Sprachkenntnissen, wofür es für die Antreterkommandos sogar ein Übersetzungsblatt gab. Auch hatte er in Absprache mit Bose bei der Wehrmachtführung durchsetzen können, dass die indischen Lehrgangsteilnehmer ihren Dienstgrad, den sie in der britischen Armee hatten, beibehalten konnten. Zunächst waren sie in Gruppen und Zügen entsprechend ihrer Religion aufgestellt, bis Bose mit Habich die Züge über die Grenzen der Religionsgemeinschaften hinweg aufstellte. Ab dann dienten im Gegensatz zur britischen Armee Moslems, Hindus, Sikhs, Jats, Rajputen, Marathas und Garhwalis Seite an Seite, wobei ungefähr 2/3 der Mitglieder der Legion Muslime waren und 1/3 Hindus. Schwerpunkte lagen in der Pionierfernmelde- und Morseausbildung, aber auch, wie bei dieser Gruppe, in nachrichtendienstlichen Verfahren. Bei Eignung standen auch Fallschirmspringer- und Gebirgsjägerlehrgänge zur Verfügung. Am 28. und 29. September 1942 hatte Chandra Bose das Regenwurmlager besucht. Hier mit dem Kommandeur der indischen Legion, Oberstleutnant Kurt Krappe. Nach dem Abschluss der breiten Spezialausbildung und dem anschließenden Vorbeimarsch an Bose wurden die Inder auf den Truppenübungsplatz Königsbrück bei Dresden versetzt, wo bereits am 16. April 1942 auch die inzwischen über 1000 anderen angeworbenen Inder verlegt worden waren, wo ihr Verband als Organisationsform den Namen Indische Legion trug. In Königsbrück musste sich auch die Truppenküche auf die neuen Gäste einstellen. Da Hindus Rindfleisch ablehnten und die Moslems kein Schweinefleisch essen durften, bekamen alle halales Hammelfleisch, die zahlreichen Vegetarier fleischfreies Essen. Die Ausübung der verschiedenen Religionen war nicht immer spannungsfrei verlaufen. Um die gläubigen Moslems während des Fastenmonats Ramadan nicht von essenden oder rauchenden Kameraden zu belästigen, galt das religiöse Verbot während dieser Zeit auch für die weniger strengen Moslems. Und als einige Inder der Sikhs begannen, sich wie Europäer zu rasieren oder ihre Haare schneiden zu lassen, was für Strenggläubige ein schweres Vergehen darstellte, hatte es sogar gewalttätige Reaktionen ihrer Glaubensgenossen hervorgerufen. Daraufhin wurde den Sikhs von der deutschen militärischen Führung das Rasieren streng verboten. Im Dezember 1942, inzwischen rund 3000 Mann stark, wurde die indische Legion dann in 4 Bataillone gegliedert. Den Versuch der Wehrmachtführung, sie an das Mittelmeer, an den Südwall, dem Gegenstück zum Atlantikwall, in den Bereich der 19. Armee zu verlegen, war am Einspruch von Bose gescheitert, da er befürchtete, dass dort seine Soldaten lediglich als Kanonenfutter missbraucht werden könnten. Sein Veto war auch dadurch möglich, dass der von den Indern am 26. August 1942 auf den Säbel eines deutschen Offiziers abgelegter Eid sowohl auf Adolf Hitler als auch auf Subhas Chandra Bose abgelegt worden war. Bei dieser Zeremonie war der Fahnenträger wie auch danach immer einer der ersten Freiwilligen der indischen Legion gewesen, Gurmukh Singh. Bose, der Mitstreiter Gandhis, hatte allerdings inzwischen längst erkannt, dass er mit dem nationalsozialistischen Deutschland auf die falsche Karte gesetzt hatte, da Hitler Indien im Kampf gegen die britische Kolonialmacht nicht unterstützen wollte. Dazu kam seine Erkenntnis, dass das Deutsche Reich wohl auch diesen Weltkrieg verlieren würde. Am 8. Februar 1943, enttäuscht von der deutschen Politik, verließ er Deutschland mit dem deutschen U-Boot U-180 unter Korvettenkapitän Werner Musenberg in Richtung Madagaskar. Dort traf es das japanische U-Boot UI-29. Bei ruhigem Seegang wurde Bose dann mit einem Schlauchboot zum japanischen U-Boot gebracht, das ihn dann weiter nach Tokio fuhr.
Die Bilder zeigen ihn, blauer Punkt, am 28. April 1943 auf dem Deck von U-29 und kurz vor der Einfahrt in den Hafen von Tokio. Aber kaum war Bose seinerzeit mehr oder weniger heimlich aus Deutschland abgereist, waren am 6. März 50 Soldaten der 8. Kompanie in den Hungerstreik getreten, da sie sich jetzt nicht mehr vertreten fühlten. Erst nach längeren Diskussionen war relative Ruhe eingetreten. Dann aber im April war es in Königsbrück zu einer weiteren Meuterei gekommen, als sich die Inder gegen ihre Verlegung an die raue niederländische Nordseeküste gewehrt hatten. Weg von den Vergünstigungen und der dankbaren sächsischen Damenwelt. Auch hatten die Inder verständlicherweise kein großes Interesse, sich für das ihnen fremde Deutschland totschieden zu lassen, da man ihm beim Eintritt in die Legion ja auch versprochen hatte, dass sie nur in Indien oder auf dem Weg dorthin eingesetzt würden. Allerdings war ein Kampfeinsatz der indischen Legion im Gegensatz zu allen anderen fremdländischen Verbänden in der Wehrmacht an sich auch nie geplant gewesen, auch wenn man sie an allen Waffen ausgebildet und sogar für eine Weile am Atlantikwall stationiert hatte. Stattdessen sollten sie nur propagandistischen Zielen dienen, nämlich die Wehrhaftigkeit des von Bose geführten Flügels der indischen Unabhängigkeitsbewegung unterstreichen und andererseits die Attraktivität des Deutschen Reiches als Bündnispartner demonstrieren. Am wenigsten sollten sie gegen Briten eingesetzt werden. Grund dafür war der von Hitler nachgelaufene Traum eines deutsch-britischen Bündnisses. Hier sieht man ihn mit dem britischen Premier Neville Chamberlain 1938, was wohl auch sein merkwürdiges Verhalten 1940 während der Evakuierung der britischen Armee von Dünkirchen zurück auf ihre Insel erklärte. Jedenfalls war es nach der Meuterei zu einer kriegsgerichtlichen Verhandlung gekommen, in der die beiden Anführer zu je 6 Jahren Zuchthaus verurteilt worden waren. Es hatte eine ganze Weile gedauert, bis das bis dahin gute Verhältnis zwischen dem deutschen Rahmenpersonal und den Legionären wieder halbwegs hergestellt worden war. Aber zusammen mit einer weiteren Meuterei im italienischen Udine, bei der aus 250 Indern aufgestellten italienischen indischen Legion, die dann aufgelöst und nach Deutschland verlegt worden war, hatte die deutsche Führung erkannt, dass die auch von Bose gelobte Ausbildung der inzwischen auf rund 3000 Soldaten angewachsenen indischen Legion zwar erfolgreich verlaufen war, ihr möglicher Einsatz aber auch ein Risiko sein könne. Am 14. April 1943 war der bis dahin als indische Legion bezeichnete Verband zum indischen Infanterieregiment 950 umbenannt worden. Kommandeur war der bereits erwähnte Oberstleutnant, später Oberst Krappe, hiermit Bose. Krappe war in seiner Funktion ausgezeichnet worden mit den indischen Orden Vivre e Hind, Held von Indien, dem Stern des Ordens von Azad Hind, Sardar e Jang, und am 27.09.44 als einziger Träger mit dem Sher-i-Hind, Tiger von Indien, dem großen Stern des Ordens von Azad Hind. Nach dem Krieg war Krappe, rechts neben Chandra Bose, für 1,5 Jahre von den Franzosen in einem Gefängnis in der Nähe von Bordeaux wegen angeblicher Kriegsverbrechen inhaftiert worden. Allerdings hat 1950 das Berufungsgericht Bordeaux seinen Fall mangels Beweisen abgelehnt. Am 30. April 1943 hatten 2 Bataillone zur weiteren Ausbildung auf den belgischen Truppenübungsplatz Beverlo in der Provinz Limburg verlegt. Dann, Mitte Mai, wurde das 1. Bataillon unter Hauptmann Adolf Scharwächter an den Atlantikwall in den Bereich von Imuiden bis Haarlem bei Zandvoort, 25 Kilometer westlich Amsterdam, verlegt. Während ihrer Zeit soll es dann hier zu Verabredungen der Inder mit Niederländern gekommen sein. Tenor, sie würden im Falle einer Invasion den Alliierten helfen, die Deutschen aus Holland zu vertreiben. Das 2. Bataillon unter Hauptmann Helmut Schönhals hatte auf die Insel Texel verlegt, wo nach dem Tod eines Legionärs in den Dünen eine indische Begräbniszeremonie stattfand und der Leichnam traditionell verbrannt worden war. Das 3. Bataillon unter Oberleutnant Dr. Hans Kutscher
war noch bis Mitte Juli in Königsbruck verblieben, bis es dann auch in die Niederlande nach Oldebroek, 7 Kilometer von Zwolle, auf den dortigen Truppenübungsplatz verlegt worden war. Allerdings hatte in den Niederlanden der von der Regimentsführung gegen den Willen der Stadtverwaltung zunächst großzügig tolerierte Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung, namentlich der Damenwelt, inzwischen ein kaum noch tolerierbares Maß angenommen. Und da sich bei den Indern durch das ungewohnte, darüber raue Nordseeklima auch der Krankenstand signifikant erhöht hatte, war am 31. August der Befehl gekommen, das Regiment in südlichere Gefilde zu verlegen. Anfang September begann dann der Eisenbahntransport nach Frankreich, wo sie an der Atlantikküste den Abschnitt zwischen der Gironde-Mündung in der Gegend des Ortes Lassano-Ossian westlich von Bordeaux besetzten, unterstellt der 344. Infanteriedivision. Hier inspizierte Befehlshaber der Heeresgruppe B, Generalfeldmarschall Rommel, links, neben ihm Oberst Krappe, das Regiment. Lediglich die 9. Kompanie unter Oberleutnant Walter Tödt und dem indischen Leutnant Jaswar Singh Bindra wurde auf besonderen Wunsch der Kompanieangehörigen im Januar und Februar 1944 in Italien, dem Divisionsfusilierbataillon 278 in der 278. Infanteriedivision unterstellt, wo sie in der Gegend von Pescara in den Abruzzen zur Sicherung und Verschleierung der Absetzbewegungen sowie in der Aufklärung eingesetzt worden waren. Im August 1944, während des Rückzuges der deutschen Truppen, kam die 9. Kompanie im Raum Ravenna zum Einsatz, wo sie die Sicherung der rückwärtigen Verbindungslinien übernahm und sich als tapfere Kämpfer erwiesen hatten. Doch zurück in die Gegend des Ortes Lassano-Ossian, zu dem dort der 159. Reservedivision unterstellten indischen Infanterieregiments 950. Dort, wo in Bordeaux auch ein Feldhockeyspiel gegen eine deutsche Armeemannschaft stattgefunden hatte, hatte sich die bisher locker gehandhabte soldatische Disziplin und die großzügige Duldung der amyrösen Abenteuer der feurigen Orientalen in Deutschland und Holland als kontraproduktiv erwiesen, da die Französinnen keinen Bedarf an orientalischen Liebhabern hatten. Die Folge waren häufige Belästigungen und auch Vergewaltigungen. Daraufhin wurde für die Inder ein Truppenbordell eingerichtet, genannt Pulvari, gleich Blumengarten, für das, wie hier im Wehrmachtsbordell Brest, französische Prostituierte angeworben worden waren. Ein weiterer Punkt zur langsamen Entzweiung der doch sehr unterschiedlichen Waffenbrüder bestand auch in der Beförderung von, Zitat, dem Bimbos, wie die deutschen Soldaten die Inder verbotenerweise nannten, da diese zwar alle Vergünstigungen ihres Dienstgrades erhielten, aber nicht im Ausbildungsdienst eingesetzt worden waren, sondern sozusagen eine ruhige Kugel schoben. Nachdem dann am 6. Juni 1944 die alliierte Invasion in der Normandie angelaufen war, wurde das indische Infanterieregiment 950 aus der Front herausgezogen. Da allerdings die Gefahr bestand, dass sie wegen des Ausbruchs der alliierten Truppen aus ihrem Brückenkopf eingeschlossen werden könnten, wurde das Regiment ab dem 15. August im Eisenbahntransport nach Poitiers verlegt, wo Teile von ihm auf die als Partisanen kämpfende Marquis getroffen waren und sie erste Verwundete hatten. Von dort ging es Ende August, jetzt auf der Straße, nach Dun-sur-Oron, unweit des Canals de Berry, wo das Regiment Anfang September in ein Gefecht mit regulären französischen Streitkräften gekommen war. In den daraus resultierenden Straßenkämpfen hatten sie ihren ersten Gefallenen, den Leutnant Ali Khan, der etwas später auf ihrem weiteren Marsch nach Osten auf dem Friedhof Saint-Quentin mit militärischen Ehren beigesetzt wurde. Auf ihrem weiteren Marsch nach Lucie, jetzt nur noch nachts, waren sie immer wieder in von Partisanen gelegte Hinterhalte geraten, wobei neue Verluste eintraten, darunter der Unteroffizier Carlo Ram und der Gefreite Mählaram. Nachdem dann die Loire überquert worden war, zog das Regiment weiter nach Dijon, wobei sie bei Neuilly-Saint-Georges in ein Scharmützel mit alliierten Panzern verwickelt worden waren.
Nach einer mehrtägigen Rastpause waren dann die Inder weiter nach Remiremont marschiert, von wo die Legionäre im Eisenbahntransport nach Deutschland zurückgebracht wurden und am 23. September auf dem Truppenübungsplatz in Oberhofen bei Hagenau im Elsass eintrafen. Dort wurde die jetzt ca. 2.500 bis 3.000 Soldaten umfassende Legion gemäß eines am 8. August 44 erlassenen Befehls in die Waffen-SS überführt, wo sie jetzt als indische Freiwilligenlegion der Waffen-SS unter dem SS-Oberführer der Reserve Heinz Bertling geführt wurden. Hier Breitling rechts in Berlin vor der Übernahme mit Oberst Krappe Bildmitte. Interessanterweise war die Wehrpasseintragung INT IR59 gültig geblieben und auch die Blutgruppe wurde den Indern nicht eintätowiert, womit die Versetzung zur Waffen-SS juristisch wohl nicht rechtskräftig geworden war. Ehe ich zum weiteren Schicksal der indischen Legionäre komme, für die es links unten in Indien auch eine Briefmarke gab, noch einige Anmerkungen zur Disziplin dieser Soldaten. Schon während ihrer Verlegung nach Poitiers ab dem 15. August 1944 und dem angekündigten möglichen Einsatz gegen Partisanen hatte sich eine Anzahl von ihnen geweigert, gegen die Franzosen zu kämpfen. Auch waren einige zu den Partisanen übergelaufen. Andere wiederum hatten sich, wie die Zeitung Le Figaro am 29. September 1944 meldete, Zitat, einer Orgie von Mord, Brandstiftung und Vergewaltigung hingegeben. So hätten die Inder in dem mit schwarz gezeigten Ort Levé jedes Haus geplündert, 5 Häuser angezündet und 8 Frauen vergewaltigt, wobei das deutsche Rahmenpersonal nichts getan hätte, um diese Ausschreitungen zu verhindern. Überhaupt hatte die anfängliche großzügige und immer wieder entschuldigende Duldung von Disziplinlosigkeiten wegen angeblicher Sprachschwierigkeiten in Frankreich immer wieder zu Straftaten geführt. Nachdem diese sich trotz guten Zuredens immer mehr gehäuft hatten, ich erinnere an die Hungerstreiks, Aufwiegelungen zur Befehlsverweigerung, die Meuterei wegen der Verlegung, tätliche Angriffe auf Vorgesetzte, wollte die Truppenführung die Zügel endlich schärfer anziehen. Allerdings urteilten die sich mit diesen Taten beschäftigenden Feldgerichte immer noch recht großzügig und begründeten das mit der den Deutschen fremden Mentalität der Inder. So seien die dauernden Diskussionen mit den Vorgesetzten lediglich Stammeseigentümlichkeiten. Und wenn Proteste geschlossen erfolgt wären, hätte das mit dem angeborenen Herdentrieb zu tun. Das könne man nicht als Meuterei ansehen. Mit dieser Rechtsauffassung der Feldrichter wurden die Inder erheblich milder behandelt als deutsche Soldaten in einer vergleichbaren Situation. Doch ab Mitte 1943 mussten auch die deutschen Richter einsehen, dass die bisher gefahrene weiche Welle nicht gefruchtet hatte. Da drohte, dass die Disziplin endgültig aus dem Ruder laufen würde. So war dann ein Legionär im Juni 1943 wegen Totschlags eines Kameraden zum Tode verurteilt und am 2. Dezember in Den Haag hingerichtet worden. Im Juli waren 2 Inder wegen des Mordes an einem Unteroffizier ebenfalls hingerichtet worden und im August 2 fahnenflüchtige Legionäre, die aber auf ihrem Weg nach Belgien, wo sie sich dem Widerstand anschließen wollten, gefasst und ebenfalls hingerichtet worden waren. Schließlich gab es 1944 mehrere Todesurteile wegen Vergewaltigungen. Ab Mitte November 1944 wurden die Bataillone auf die rechte Rheinseite verlegt und um Weihnachten herum im Raum von Bretten nördlich von Pforzheim bei deutschen Familien einquartiert, danach auf den Truppenübungsplatz Heuberg in Stetten am Kalten Markt verlegt. Dort blieb die indische Freiwilligenlegion der Waffen-SS bis Ende März 1945. Dann, in der ersten Aprilwoche, musste sie im Zuge ihrer Demobilisierung alle Waffen an die 18. SS-Panzergrenadierdivision Horst Wessel abgeben. Ab dem Abend des 12. April verließ die entwaffnete Legion den Truppenübungsplatz Heuberg. Über Donaueschingen, Meersburg und Kressborn am Bodensee, blauer Punkt, versuchte ein Teil in die Schweiz zu gelangen, um sich dort internieren zu lassen, allerdings vergeblich.
Andere waren am 28. April in dem am 22. April durch einen Bombenangriff beschädigte Sonthofen. Wiederum andere beim Versuch, über den Pass die kleine Scheidegg, die Schweiz zu erreichen, von US- und französischen Streitkräften gefangen genommen worden. Vor ihrer Übergabe an britische Streitkräfte soll es in Sonthofen und Immenstadt zu Erschießungen durch marokkanische Soldaten des Generals Alphonse Juillet gekommen sein, die sich durch zahlreiche Morde, Massenvergewaltigungen und Plünderungen in Italien, Österreich und Deutschland einen unrühmlichen Namen gemacht haben. Damit war die Geschichte des indischen Infanterieregiments 950 der deutschen Wehrmacht endgültig beendet. Anschließend wurden ihre ehemaligen Angehörigen auf dem Seeweg nach Indien zurücktransportiert, wo einige hochrangige Mitarbeiter in der Festungsanlage Rote Fort in Delhi inhaftiert worden waren. Aber die Bestrafung der ehemaligen Legionäre in der deutschen Wehrmacht durch die britische Kolonialmacht scheiterte am starken Widerstand der indischen Bevölkerung, wobei man sich ja auch der durch Gandhi erreichten Unabhängigkeit im Jahr 1947 näherte. Schon 1946 wurden die früheren Waffenbrüder der deutschen Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und nicht weiter behelligt. Nur der Eintritt in die heimatliche Armee wurde ihnen verboten. Allerdings hatte der Gründer der Legion Freies Indien, Subhas Chandra Bose, hier die letzte Fotografie von ihm vom 17. August 1945, der in weiten Teilen Indiens auch heute noch als ein Freiheitskämpfer verehrt wird, nicht mehr erlebt. Auf seinem Flug am 18. August von Taipei, Taiwan, nach Dalian, China, war sein Flugzeug ein japanischer Langstreckenbomber vom Typ Mitsubishi KI-21 beim Start abgestürzt und in Flammen aufgegangen, wobei Bose sich so schwere Verletzungen zugezogen hatte, dass er Stunden später im Krankenhaus verstorben war. Aber wie bei einigen Persönlichkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg üblich, rankten sich auch um ihn die üblichen Theorien des Überlebens. So soll er angeblich als Gumnami Baba in immer wieder wechselnden Örtlichkeiten, zuletzt in Faisabad, gewohnt haben, wo er dann am 16. September 1985 verstorben sei. Aber das ist genauso solch ein orientalisches Märchen wie die aus Tausend und einer Nacht.